Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ja, guck mal, wir haben nur das Essen. Der Stier ist einfach reingelatscht, aber okay. Und ja, mir ist etwas aufgefallen. Wir haben es etwas ein wenig überdramatisiert mit der Kleidung. Denn ja, bei jedem Charakter, wenn ich auf Inventar gehe, ist hier oben die angenehme Temperaturbereich und so, was die aushalten können. Und naja, wir haben hier minus 14 bis 32 Grad. Minus 14 ist Außengrad, das heißt, die kann offen schon mal easy überleben. Ist noch nicht ganz kalt, klar. Und das ist bei den drei hier so. Ante, Olivia und Scarlett. Und bei Cassandra sind sogar minus 47 Grad, weil sie noch eine Mütze hat. Und ja, das heißt, wir müssen eigentlich nur für die anderen Mützen herstellen. Und, okay, die haben nur Jacken, ne? Nein, die haben auch ein unteres Shirt, das geht. Und was ich noch gedacht hatte, klar, auf was die Kleidung steht, ist auch noch ein Unterschied. Und diese Parker, die wir gerade herstellen, die, ja, ich würde mal sagen, so bis. Was habe ich gelesen gehabt? Ach, genau. Stimmt, die Packer können bis zu 120 Grad im Minus aushalten oder so ein Scheiß, glaube ich. Also, das brauchen wir nicht. Das heißt, jetzt breche ich gerade mal ab. Stimmt. Abbruch. Kostet eh zu viel, viel zu viel. Wir werden jetzt einfach ein paar Mützen machen. Stricke eine Mütze. Ja. Details. Ja, was wird hier hergestellt? Aus allen möglichen. Ist okay. Ich Mützen. Dafür brauchen wir noch drei Stück. Das ist die Aufgabe. So, was haben wir eigentlich genau vor? Also das Gebiet muss noch weiter. Wir können schon mal weiterlaufen lassen auf einfacher Geschwindigkeit. Was soll die Milch? Ah, die kann mit Milch auch kochen. Oh. Ich wollte übrigens mal hier einen richtigen Herd haben. Also nicht per Holz, sondern per Dingens, ne? Strom. So, Zone Gebiet. Lagerzone. Pock. Oder war das schon eingestellt? Kann natürlich sein. Aber dann fehlt der Boden definitiv. Das sah so komisch aus. Betonboden. 39, so viel haben wir. Mich erinnert ein bisschen, dass die Tiere hier drin sind. Also, wir haben ja einmal hier einen Stier, einmal eine Kuh. Ich hoffe, die tun sich auch vermehren. Und dann können wir die irgendwo halten und so. Und dann na, können wir dann die Kinder von denen, wenn die ausgewachsen sind, schlachten. Ha! Ist böse, aber so ist das nun mal, ne? Ja, genau da oben. Die Sachen holen die gerade. Genau, perfekt. Ich hoffe, wir überleben den Winter. Wir bräuchten doch vielleicht noch ein bisschen Essen. Ich weiß auch nicht, was hier noch ist. Das sieht sehr interessant aus. Weil hier ist ein bisschen eine Mauer. Ja, müssen wir mal gucken. Oder? Ist da auch ein Dach? Moment, Moment. Wo war das denn? Amazonengebiet? Dach? Ah, sieht man da nicht. Schade. Und hier steht nämlich, wenn ich drüber hover. Ups, eins zu viel. Hier unten links errichtetes Dach steht da. Naja, gucken wir mal. So, was haben wir euch als nächstes vor? Also, das sieht doch ganz geil hier schon mal aus. Hier werde ich einen Gemeinschaftsraum draus machen. Und vielleicht auch einen Lagerraum. Weiß nicht, ob ich das irgendwie abgrenze. Ich glaube, den Lagerraum kommt komplett woanders hin. Hier wird ein Gemeinschaftsraum draus. Ja, das heißt. Das kommt auf Dauer raus, das kommt auch raus, das kommt auch raus und das kommt auch alles raus. Ja, er wird recht leer. Aber dafür kommt dann Billardtisch und sowas rein und Schachtisch und alles Mögliche halt. Irgendwas Spezielles? Nee, gut. Ja, die Küche kommt dann natürlich auch raus. Ich dachte mir, wenn hier der Lagerraum ist, kommt definitiv hier die Küche rein, nicht irgendein anderer Scheiß. Das heißt, das. Ja, könnte man demnächst mal angehen. Ich habe generell recht wenig zu tun, wie ich gerade sehe. Dann lass doch gerade mal schon mal anfangen hier. Wobei, haben wir noch irgendwas anderes vor? Also ein Lager wollen wir haben? Ist mir klar. Ja, das wollten wir hier oben hinklatschen, ne? Eigentlich ist das Lager wichtiger. Scheiße. Essenlager und generell ein normales Lager neben dem Eingang. Was aber von innen und außen begehbar ist, oder? Oder nur von innen? Auf innen reicht eigentlich. Ja, machen wir erstmal das. Befehle. Das Zeug kommt weg. Ja, man kann sich später ja noch erweitern, ne? Abreißen. Gucken, was da noch ist. Bauschale. Cool. Haben die schon mal alle was zu tun? Die alten Pforten, wunderschön, wunderbar. Okay. Die Büffel, weiß ich nicht, für die Schlachten schaffen nicht. Nur im Notfall, falls Essen uns ausgeht, aber wir haben halt 1300 davon. Und 100 davon sollte eigentlich reichen, denke ich mal. Und wir haben auch noch Milch für die Kühen und die werden ja auch zu Mahlzeiten verarbeitet, von daher alles gut. Wie geht's euch eigentlich derzeit? Alter, die sind ja richtig glücklich hier, die sind ja richtig happy, Leute. Körper, Bedürfnisse. Abschlüsse, Umgebung. Und gerade in der letzten Woche auch immer. Jo, eigentlich ist es nur das Aussehen, oder? Fühlt sich nicht gut hier. Abscheuliche Umgebung. Ja, da ist beides. Und bei ihr hier. Ja, die Kleidung müssen wir noch ändern, das bekommen wir auch noch hin. Aber das machen wir dann den nächsten. So, okay, cool. Ja, pessimistisch, okay, geht nicht. Besser. So, Lager ist gut voll, wenn wir dann hier umbauen. Ja, generell Verschönerungen wollen die haben. Was wollen denn da Schönes?
Weil wir haben den Luxus, wir können uns noch was leisten. Eigentlich irgendwas mit Deko oder sowas. Gibt's hier dort in Richtung Vergnügung zum Beispiel? Nicht so wirklich, ne? Könnte ich die Blutdörfer reinknallen, aber das bringt es jetzt auch nicht. Auf den Tisch geht leider nicht. Da, falls wir Krankenbetten haben oder kranken Leute, dann können die da rein. Weil wir so eine Blume da stehen. Wunderbar. Tja, mehr, keine Ahnung. Gerade mit dem Mucke los, oder? Bist du auch gar nicht darauf geachtet. Wo verrückt ist dir? Jetzt ist runter da. Komm, springen. Oh, jetzt so ein Ding wieder. Ein zweiter mit Schusswaffen, ne? Das heißt, wenn es kommt, keine Ahnung, wo sind wir überhaupt? Hier. Da läuft's rum. Da kommt der Weg entlang. Warte kurz. Ich überlege gerade. Dahin. Und da. Dahin. Und notfalls. Scarlet, falls die nicht treffen, die Deppen. Mit dir. Los. Wo bleibt's? Da kommt's. Naja, einfach schon ein bisschen auf Abstand bleiben. So, und die dahinter. Oder hier ein bisschen versetzt. Ich hoffe mal nicht, dass die Bäume im Weg sind oder so, wäre etwas ätzend. Vielleicht, die schießen schon drauf. Ja, dann mach mal. Auf der Reichweite. Auch die automatisch. Ja, die schießen schon drauf. Wunderbar. Perfekt, Alter. Ja, nice. Das kann ich machen. Ihr seid, freigegeben. Tschüss. Und dann. Warte kurz. Sollen die nicht essen, sollen die eigentlich tragen? Nicht essen, ne? Aber das Essen nimmst du bitte auch gleich mit. Ach, Scheiße, sollte erstmal nur. Die ist ja nicht direkt vom toten Waschbär. Die Hasen haben es einfach gefressen. Oh, der Käse ist krass, sehr gut. Komplette Bauteile, ja, ich weiß, das weiß ich schon. Aber ich hätte ein neues Essen wollen, kein Problem. Hat jetzt auch was gegessen? Scarlett, hast du was gegessen? Bedürfnisse? Na, wahrscheinlich hat die doch irgendwo noch was gegessen, na gut. Hab auch heute ab, Leute. Bauteile sind immer gut. Und da muss das Zeug trinken rein. Vor allem im Winter weiß ich nicht, wie das sich auswirkt, ob das halt irgendwie dann kaputt geht. Ach ja, verarbeitet, das war perfekt. Genau, das wollte ich. Ja, Strom reicht auch aus. Ja, es läuft doch eigentlich ganz gut. Also wenn ich hier das ausbauen, dann werde ich gleich und auch gleich mal schon mal einen Auftrag reinhauen. Dann machen wir da gleich eine riesengroße Lagerzone rein und gut ist. Da kommt unten gleich die Küche rein noch. Und da schauen wir mal. Die forscht die gerade nochmal, ich hab vergessen. Schmier. Jo, nice. Aber für ein Level hat er echt mittlerweile im Schmieden. Das würde mich mal interessieren. Auf 3 Fahrgeschwindigkeit sind wir sogar schon. Upsala. Schmieden vor allem, Alter. Im Forschen, ich Idiot. Gibt's überhaupt einen Wert? Anscheinend nicht, ne? Na gut. Jo, Konstruktion sind sehr gut. Handwerk, ja. Aber ich bin mal gespannt, wie das hier sich noch entwickeln wird, Leute. Aber bisher geht ja noch alles ganz gut. Die Kette einfach vorbei. Ja, wunderbar. Schaffen wir. Wurden hier jetzt eigentlich mittlerweile Sachen hergestellt? Immer noch nicht. Was kostet eigentlich? Warte kurz. Was kostet so eine Mütze? 25, wahrscheinlich 25 Stoff oder so. Ey. Na gut, kein Material. Keine Mützen für uns, schade. Hab auch mal ein bisschen schneller ab, Leute. Bin ich den ganzen Tag Zeit. Vielleicht kann ich auch danach abbauen. Dann so einmal komplett weg. Oh, das wird auch bald problematisch. Das könnten die bald dann sehen. So, vielleicht schon mal umlegen, glaube ich. Aber ist nicht ganz so tragisch. Geht schon. So, die bauen das Zeug ab. Dann kann da direkt der Raum hin. Ein bisschen schneller werden, dann könnte ich noch sagen, dass das irgendwie geht. Verrücktes Tier. Geist, was?
Eine Geist ist verrückt geworden, die das, was? Ach, das ist so ein Viech. Ja und? Was kommt? Doch ganz gut, ne? Dann können wir genommen werden. Ach, das stimmt, wird außerhalb von unserem Heimatgebiet verboten, das Zeug zu nehmen. Stimmt. Naja, macht eure Arbeit weiter, los. Cool. Ach, stimmt, hier wird das sauber gemacht. Stimmt, hier ist gar kein Dreck mehr, seit Christian hier putzt. Cool. Warte auch bitte weiter, los. Was macht Ante? Anpflanzen, ist das so eine gute Idee? Kostet das irgendwas? Ich hoffe nicht. Ich meine, ja, noch Herbst, ne? Problem ist, Leute, Erdbeeren dauern eine Ewigkeit. Das ist keine gute Idee, Erdbeeren zu pflanzen. Das dauert zu lange. Ich guck kurz mal. Erdbeeren? Ist dann. Wie lange dauert das denn? 4,62 Tage. Wie ist denn das zum Beispiel bei. Was brauchen wir denn noch, Leute? Ich weiß es nicht. Ah. Teufelsgarn zum Beispiel. Und dann braucht das 22 Tage. Okay, auf keinen Fall. Robert muss direkt noch Anfang des Jahres machen. Mais. 11 Tage, da geht sogar noch. Ja, dann macht die Erdbeeren fertig. Da kam wohl die bisschen sehr ungünstig. Was war jetzt hat hier gequietscht. Also die Kältewelle. Hat der da angegriffen? Ein Timberwolf. Wolf. Finde ich, ja, wenn du unsere Katze angreifst, dann gibt's Ärger, ne? Ich sag das nur so. Wie geht's euch? Bin komplett gesund, okay. Nein. Wenn das Zeug bitte. Das ist definitiv wichtiger, da oben abzubauen als unten. Warum macht die es nicht da oben zuerst fertig? Okay, dann voll ehrlich. Oben fertig machen. Mann, ey. Ich habe mehrere Aufträge gegeben und die machen nicht erst alle fertig. Was soll das denn? Das unten ist nicht wichtig. Da oben ist definitiv wichtiger, das Zeug fertig zu machen. Und Tufa muss übrigens weg, gerade auf. Ja. Ich sag mal hier oben. Passt schon. Schlafen die alle wieder? Ach, Skelett. Tut doch fleißig forschen. Was ist denn da los? Was? Biber, mir ist scheißegal, Alter. Bedürfnisse? Aha. Ich war auf einer Party, was? Aha. Sehr vergnügt. Aha, ich frage jetzt mal nicht genauer nach. Abstand noch mal. Ja, dann macht die mal die Biber, ist mir scheißegal. Sind das mehrere Biber? Das ist problematisch. Also ich glaube, die Biber sind nur in unser Gebiet reingekommen. Das kann natürlich auch sein. Ja, das ist gut möglich. Kann ich irgendwas mit dem See machen? Ich habe keine Ahnung. Wie alle Tiere hier schlafen. Ja, ein paar mehr Büffel wären ganz cool. Muss ich mal zugeben. Und noch ein Kolonist für uns wäre auch ganz cool. Weil die durchzufüttern im Winter, na, sollte man es schaffen. Inspirierter Anwerber. Was? Okay, Olivia. Heide wurde gerade inspiriert. Wird ihren nächsten Gefangenen erfolgreich anwerben, egal wie schwierig es ist. Das kommt jetzt. Wir haben noch keinen Gefangenen. 8 Tagen oder so geht das mit dem Handeln ist auch schon das Ende bei dir wahrscheinlich, ne? Shit. Können wir jemanden gefangen nehmen? Angriff bitte oder sowas? Einen einfachen. Ja, perfekt. Was brauchen die echt da oben so lange, Alter? Die Folge ist bald wieder um, die haben das Zeug immer nicht schon abgebaut. Das kann ja nicht so schwer sein. Ja, Olivia hat dafür gerade nichts zu tun, deswegen macht die damit. Gut. Alter, pflanzt halt an. Ich hoffe, das lohnt sich noch. Ich bin unsicher. Herbst ist bald vorbei, ne? Ja. Was? 8. April, Mai. Was ist denn da los? August, April, Mai. Und nächsten Monat ist es und so weit, okay. Es regnet das. Es ist gewittert und irgendwas abfackelt. Nee, stimmt. Die Batterie ist ja nur explodiert wegen dem Regen. Weil die nicht draußen stehen darf, stimmt. Dann geht das ja.
So, komm, baut die letzten Blöcke ab. Kann ja eigentlich schon mal hier Dinge zum Bauen. Warte, Struktur, eine Wand aus. Ich glaube, wir machen Stahl beim Lager, Alter. Bevor der jemand einbricht. Weil ich glaube, wir haben nicht ganz so viel, aber hey, scheiß drauf. Ich mach das mal erstmal so. Ja. Scheiß drauf. Achso, Tür, definitiv auch den Stahl. Na. Nee, nee, Leute, wir machen das mit uns Holz. Bin ich gerade aufgefallen, da unten haben wir auch Holz. Und scheiß drauf. Gut. Ach ja, dann bauen die das hier fertig. Das ist wieder Nacht. Könnt ihr bitte auch wenigstens die Wände fertig bauen? Dankeschön. Die Kolonisten sind unter, was ist denn da los? Olivia und Cassandra, ja, nicht zu putzen. Was macht Cassandra so? Olivia. Ja, gut. Bergbau ist gerade nichts zu tun. Ich will gar nicht noch anschmeißen. Und da ist auch gar nichts zu tun. Warum ist eigentlich nicht? Na gut. Und Olivia, ja gut, der hat halt hier so die Sachen kochen und vor allem heilen, ne? Dann machen wir mal Folgendes, damit die was zu tun haben. Befehle abbauen. Das können wir wieder machen. Mal komplett einmal durch. Scheiß auf. So. Oder? Mal so. Pock. Mach weg den Scheiß. Gut, Leute. Da können wir schon mal eine Zone einbauen. Zone Gebiet. Was? Was? Okay. Was? Flüchtlinge jagt bei Stanton-System. Ab uns. Ein Späher namens Price Hui kontaktiert dich aus der Nähe. Er wird von Stammesmitgliedern der Fraktion die Grauer Hochland-Koordination gejagt. Okay, die mögen wir durch ähnlich. Er fleht um Hilfe und bietet an, der Kolonie beizutreten. Wie logisch ist er 18 Jahre alt. Ist dann eher, das ist echt ganz gut. Aber gewartet, wenn du annimmst, wirst du gegen die hinterherlaufenden Stammesmitglieder kämpfen müssen. Es ist die Frage, Leute, wie viele das sind. Wir könnten noch jemanden gebrauchen, ich gebe es zu. Vor allem noch einen Typen. Und 18 ist eigentlich gutes junges Alter. Kann noch viel lernen. Hätte ich Bock drauf. Und wir könnten noch Gefangene im Flasch nehmen. Aber wenn das viele sind, dann haben wir ein Problem. Wir bieten ihnen Sicherheit, Leute. Ich hoffe, es war kein Fehler. Es könnte auch unser Ende bedeuten. Was ein Fehler? Ich werde es gleich sehen. Oh nein, er liebt Feuer. Er wird nie ein Feuer löschen. Um Stress abzuräumen, wird er auch öfters in einen Feuerlegerausch verfallen. Sie sieht umso häufiger, wenn seine Laune niedrig ist. Also Laune hochhalten. Das bekommen wir mal noch hin. Geht jetzt später, okay. Nervös ist er. Zusammenbruchsschwelle ist okay. Lahme Ente. Das ist nicht so geil. Ja, aber okay, Fernkampf. Medizin macht auf gar keinen Fall. Konstruktion Otter. Naja, okay, ist eigentlich ganz scheiße. Ja, okay, Bergbau kann ich mal gut geben. Und Landwirtschaft kann auch helfen. Macht der Bergbau und Landwirtschaft noch mit. Vor allem bei Landwirtschaft haben wir noch was gebrauchen, glaube ich. Vor allem, wenn wir mich noch sehr erweitern. Und der kann auch gut kämpfen. So, was kommt da hinterher? Tja, ich weiß es nicht. Und wenn wir erst nächste Folge sehen, Leute, was hinterher rennt. Es wäre schön, wenn hier oben noch zugemacht wird, sonst haben wir ein Problem. Oder zumindest hier nicht auf. Das wär auch schon mal was. Oh je, Leute. Und es ist eine Nacht. Es könnte unser Tod bedeuten. Oder es könnte ein neues Stammesmitglied bedeuten, wie den wir jetzt sogar schon haben, sehe ich gerade. Hat er eine Waffe? Dann nicht. Der wird sich eine Waffe nehmen und mitkämpfen. Ja, stimmt da. Du kannst zumindest zur Not noch Gefangene nehmen. Wir haben ja noch zwei Betten hier frei. Wir sollten aber ein Bett hier reinstellen, darauf einen Gefangenenraum machen. Das bekommen wir schon hin. Aber wie gesagt, erst in der nächsten Folge. Und ja, dann würde ich mal sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Und tschüss. Und bis zum nächsten Mal bei RimWorld.